Am Donnerstag wird die EZB die weitere Zinspolitik für den Euroraum beschließen. Eine weitere Absenkung des Einlagezinssatzes scheint nahezu sicher zu sein. Aktuell liegt dieser bei minus 0,3%. Eine Absenkung bis auf minus 0,5% scheint durchaus möglich zu sein. Die negativen Einlagezinssätze sind eine relativ große Belastung für den Bankensektor im Euroraum. Entsprechend ist davon auszugehen, dass wenn man den Einlagezinssatz wirklich so deutlich noch einmal absenkt, das Ganze mit einem Staffelzins zu verbinden, sodass die Kostenbelastung für die Banken im Euroraum insgesamt etwas gemildert werden. Das Anleiheaufkaufprogramm sollte kaum verändert werden. Hier rechne ich damit, dass es nochmal mit zu verbalen Andeutungen kommt, dass man natürlich jederzeit fähig und bereit ist, das Kaufprogramm auszudehnen, falls die Deflationsgefahren weiter anwachsen. Somit sollte die EZB das geldpolitische Umfeld noch weiter lockern, um versuchen, mit diesen Maßnahmen die Inflation voranzubringen und anzuheben. Realwirtschaftlich gehe ich kaum von messbaren positiven Effekten aus. Das niedrige Inflationsumfeld wird weiterhin vom niedrigen Ölpreis bestimmt. Die Investitionen, die eigentlich durch die niedrigen Zinsen beflügelt werden sollen, sind weiterhin sehr schwach, da das Wachstumsumfeld doch weiterhin von großer Unsicherheit geprägt ist. Somit stehen letztendlich den nur gering zu erwartenden positiven Effekten doch beträchtliche Risiken am Kapitalmarkt gegenüber, die das Risiko-Chance-Verhältnis der niedrigen Zinsen ist eigentlich nicht ausgewogen. Am Kapitalmarkt gewöhnt man sich zunehmend an das niedrige Zinsumfeld. Falls es zu einer Enttäuschung kommt oder tatsächlich irgendwann mal zu einem Anstieg der Inflation und damit auch zu einer höheren Wahrscheinlichkeit wieder steigenden Zinsen, dürfte es zu deutlichen Entzugseffekten am Kapitalmarkt kommen mit entsprechenden Verwerfungen in den unterschiedlichen Assetklassen. Die Gefahren der Niedrigzinspolitik sind also aus meiner Sicht doch sehr deutlich zu sehen und die kritischen Stimmen für eine solche Zentralbankpolitik werden auch immer lauter und es werden auch immer mehr. Über das Wochenende kam von der Bank für internationale Zusammenarbeit der Zentralbanken letztendlich auch nochmal recht deutliche Worte, dass mit einer extrem niedrigen Zinspolitik der Zentralbank natürlich erhebliche Risiken für die Kapitalmärkte einhergehen. All dies sollte man bei der nächsten Zinssetzung bedenken. Nichtsdestotrotz gehe ich nicht davon aus, dass die EZB sich hier beirren lässt. Letztendlich wird man hier den gewählten Kurs fortsetzen, das Zinsumfeld weiter sehr moderat gestalten, in der Hoffnung, dass damit letztendlich mögliche Deflationsgefahren tatsächlich gebannt werden.